Okay, Isaac. Hab ich nee, ich will keine Challenge machen. Habe ich sonst irgendwas in Planung? Irgendwas Spezielles? Irgendwas, was ich freischalten will? Gar keine Lust. Wir könnten Forgotten Greedier machen. Ebenfalls gar keine Lust, aber noch ein bisschen mehr Lust als auf Jacob und Esau. Nicht viel mehr, aber ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Also wirklich, wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Nicht viel. Liebe Freunde. Ich glaube, ich weiß, was ich mir kaufen will heute. Sofern ich so lange leben werde, was aktuell nicht zu wahrscheinlich aussieht. Wenn ich schon mal da bin, kann ich kurz noch hier rein. Nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Nehmen wir nicht mit. Wie wär's mit Tainted Jacob? Der ist natürlich nochmal ganz besonders verlockend. Ich glaube, ich verzichte aktuell noch auf Tainted Jacob. Auch wenn es natürlich schwer zu glauben ist. Also ich hoffe, der lila Launebär erwischt mich nicht. Alles gut. Der lila Launebär hat mich nicht erwischt. Ich wünschte, der würde nicht einen Hit überleben. So, Forgotten ist bisher ziemlich angenehm für Greedier Mode. Einfach, weil ich die Fliegen wirklich gut down bekomme. Oh, oh. Shit. Ich wünschte, das wäre anders gelaufen, aber okay. Oh Gott. Ja, Gott. Geh mal weg. Nein, geht mal alle weg. Lass ich mal alle in Ruhe, okay? Okay. Ah, mir fehlt ein Cent. Mir fehlt ein Cent für Attack Point 5. Komm, dann gehen wir in den Goldraum kurz rein. Ja. Kann man machen. Würde ich jetzt nicht, aber... Ja. Und wie steht ihr so zu Mom's Razor? Ich meine, vielleicht... Vielleicht war er doch nicht so verkehrt. Au. Ich wusste gar nicht, dass Gegner die ganze Zeit über Schaden nehmen, wenn sie am Bluten sind. Ich dachte, sie nehmen dann irgendwie Bonusschaden, wenn man sie angreift oder so. Aber kann auch sein, dass Mom's Razor in der Zwischenzeit ein bisschen gebufft wurde. Denn ich meine, dass der mal wirklich, wirklich schlecht war. Okay. Und jetzt ist an der Zeit für ein vernünftiges Pickup. Und ein Herz gönne ich mir auch noch, wenn ich schon mal dabei bin. Und ich glaube, wir nehmen noch einen Schlüssel mit. Außer von Maurice Müller. Nein, Moment. Doch, Resub 30 Monate. Vielen lieben Dank. So. Oh, schön. Das ist ja mein absolut liebster erste Ebene Boss. Ist okay. Attack Point 5 wird das schon alles regeln. Schau ich das an. Höchst effizient. Was ich halt brauche, ist irgendeine Form von Auto-Aiming. Und dann sind wir richtig im Spiel. Jo, Devil Deal nehme ich nicht mit. Scheiße, kann ich mir nicht leisten. Sieh was? Versuchen eine Pille. Wertest du nicht Projektile ab? Der Körper wehrt Projektile ab. Oder meinst du die Keule? Oh, eine Goldpille. Sehr interessant. Keule wehrt an sich auch Projektile ab, aber ist natürlich immer ein bisschen riskant.
Wenn du alle normalen Charaktere durch hast, unlockst du das wahrscheinlich stärkste Secret Room Item. Oh, klingt interessant. Verlockend. Der alte Steven! Der ist immer für mich da. Ansonsten nicht die interessantesten Items, ehrlich gesagt. Außerdem, warum funktionieren die Alerts nicht? Von Alavari 50 Euro. Bin dann auch arbeitender Teil der Gesellschaft. Kleiner Ausgleich für den bisher kostenlos konsumierten Content. Oh shit. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir gefällt dein neuer Job soweit. Außerdem von LG Gamer. 2 Monate Resub. Auch dafür vielen lieben Dank. Oh Gott. Ganz vorsichtig. Nicht umtreffen lassen. Sonst wird irgendjemand einen Kommentar schreiben mit einem Timecode und mir erklären, warum es besser gewesen wäre, wenn ich ausgewichen wäre. Es gibt manchmal wilde Kommentare bei Isaac. Ich weiß noch, bei einem Greedy Mode war mal einer, der hat dann auch einen Timecode gemacht, hatte gesagt, wenn du jetzt kein Wunder, dass du getroffen wirst, wenn du bei einem Angriff nach hinten ausweichst, nicht zur Seite. Also wenn man getroffen wird, muss man sich echt nicht wundern, wenn man getroffen wird. Also, ist halt echt schwach. Wenn man einfach mal aufhören will, sich treffen zu lassen, dann müsste man auch nicht das Problem haben, getroffen zu werden. Ist eigentlich ganz simpel. Wenn du dem Angriff richtig ausweichst, dann wirst du auch nicht getroffen. Hallo? Hallo? Nein, wir kaufen das Herz nicht, wir nehmen das mit. Jo, und dann gehe ich direkt zum Boss über, würde ich sagen. Es gibt bei Eisen-Kommentaren immer die paar, manchmal ist es sehr anstrengend, die paar Pro-Gamer, die sehr Bescheid wissen. Und das Spiel vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Ich sollte vielleicht ein Soul Heart irgendwo auftreiben. Naja, Damage ist auch so noch ganz gut, aber schaden würde es ja nicht. Oh oh. Mom's Razor gerade? Nee, Mom's. Hat Mom's Razor gerade ein Projektil abgewehrt? Habe ich das richtig gesehen? Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Godhead! Das ist nicht Godhead. Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich könnte an die Soul Hearts ran, aber keine Sorge. Ich habe mich daran erinnert, dass die Keule existiert. Damage Up ist auch schwer in Ordnung. Kann ich nichts gegen sagen. Vor allem zusätzlich noch 2 Soul Hearts für umsonst. Wichtig. Wichtig! Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder will, dass es darauf hinausläuft, aber Car Battery im Greedia Mode ist halt. Du kannst halt nicht die Car Battery nicht mitnehmen. Ist halt absoluter Schwachsinn. Wahnsinn. Gibt es einen Tier-Sub oder so? Nein, einfach nichts. Okay. Langsam glaube ich, das war den Schlüssel nicht wert. Dann wiederum schaue ich das an. Au. Au. Mach mal auf. Nein! Da wollte ich nicht drauf trampeln. Ah, jetzt muss ich ein Herz holen. Zum Glück haben die hier eine Menge rote Herzen. Vor Gott macht sich echt schick heute. Beine rasieren und jetzt noch Lippenstift von Mama. Oh ja. Und Gott überlässt heute nichts dem Zufall.
Gott. Ich dagegen werde zu oft getroffen und überlasse scheinbar viele Dinge dem Zufall. Das ist nicht gut. Der Zufall ist sehr unzuverlässig. Wusstet ihr das? Unzuverlässig. Nee, wir bleiben mal hierbei. Scheiße. Das ist eine sehr unentspannte Kombination von Gegnern, möchte ich mal anmerken. Au. Nee, ich bin nicht begeistert hiervon gerade. Aber okay, er scheint keinen Brimstone zu machen. Okay. Einfach hier hinten bleiben, dann kann mir nichts passieren. Shit, ich muss noch ein Herz holen. Ich will das Boneheart nicht verlieren. Ah, der ist entspannt. Dachte ich. Mit Megahorn werde ich trotzdem noch fertig. Ich meine, viel Schaden nimmt der nicht, aber dafür haben wir eine Devil-Karte gratis bekommen von ihm. Oh, oh. Oh Gott. Ja, irgendwie läuft das gerade nicht gut. Irgendwie läuft das gerade echt nicht gut. Vielleicht sollte ich mal versuchen, Gegnern auszuweichen. Ich glaube, ich werde die Devil-Karte aktivieren, bevor ich auf den Schalter trampel. Okay. Großer Gott, was machst du da? Hör doch auf. Sacrificial Dagger wäre nicht verkehrt, aber... Nee, ist das Herz nicht wert. Ja, nächste Ebene. Ich nehme noch reduzierten Schlüssel mit. Hier können wir doch direkt noch ein bisschen was abstauben. Random Mom-Effekt in jedem Raum. Hm, okay. Power Pill. Gulp. Traue ich mich? Wir machen Experimente. Range up, lock down und irgendwas. Okay. War relativ mies. Ich würde die Goldpille an sich einsetzen, aber ich glaube, ich will noch schauen, ob ich vielleicht irgendwie unter Umständen noch ein Trinket bekomme, das nicht scheiße ist. Denke, es gibt kein negatives Marm-Item. Ja, es gibt auch kein wirklich gutes. Das ist das Hauptproblem. Ah, Sack of Pennies ist gut. 2 Boss-Items. Klar, nehmen wir mit. 4,5 Volt. Ach du meine Fresse. Das sind aber keine guten 2 Boss-Items. Nein, ich hab eine viel zu hohe Range jetzt. Oh Gott. Das ruiniert alles. Mit ruiniert alles, manches ruiniert ein paar Sachen, aber nicht alles. Oh Gott. Oh Gott, es kommen viel zu viele Gegner. Auf Gegner zu spawnen. Für längste Zeit wusste ich nicht mal, dass der das überhaupt kann. Ach du Scheiße.
Oh, das sieht gerade gar nicht gut aus. Ich brauche mein Spacebar-Item und zwar dringend. Und zwar ganz dringend brauche ich das. Fuck! Nein! Das war richtig, war richtige Scheiße gerade. Okay. Warte, ich habe 4,5 Volt. Oh, das war gut. Das war nicht gut. 4,5 Volt hätte ich nicht wegrollen sollen. Hm, egal, zu spät. Zu spät. Zu spät. Oh, fantastisch. Das läuft ja. Läuft ja ziemlich gut soweit. Soul Heart? Nee, ist okay. Ich brauche auf gar keins. Warum muss es auch noch der schnelle Monstro 2 sein? Ja, mach mal den Brimstone weiter. Nein. Den Brimstone weitermachen, bitte. Okay. Wir haben ihn. Ah, sieht nicht gut aus. Oh Gott, geh weg. Die Taktik scheint erfolgreich zu sein. Großer Gott. Wir machen einfach mal so weiter. Gerade dabei, meine Isaac-Karten zu sleeven. Dann ist ein Pack mit alternativen Artworks von Kinderzeichnungen ein bisschen zu wirklich abartig. Du wirst die Artworks sleeven. Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die Isaac-Charaktere in einem anderen Artstyle als dem Pixel-Look sehr komisch aussehen. Und auch die Gegner. Aber jetzt Nord Leaf. Das wär's. Fucking Devil Deal, wirklich! Ach, so eine Scheiße. Ich kann mich doch nicht einfach jetzt mit dem Devil Deal abspeisen. Die Scheiße mit. Sintoil kann ich mir nicht leisten. Speeddown. Schön, 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 schön. Habe ich mir gewünscht. Ich meine, Bombe ist nett. Ich schaue in der nächsten Ebene, dass ich so ein Greedo wegsprenge. Also, es sieht scheiße aus für diesen Run. Ich habe irgendwie länger nicht mehr das bekommen, was man ein okayes Item nennen würde. Und das erschwert mein Leben etwas. Weil gibt der nicht Münzen für Bomben? Wahnsinn. Wahnsinn, eine fucking Münze. Eine Münze, wirklich. Eine einzige. Und das war's. Eine Münze hat er gegeben. Strawman. Spawns keep a second character.
Okay. Das Game Crash Item. Oh, oh, ich bin so tot. Wie kann es sein, dass ich im Guerilla Mode Car Battery habe, aber einfach kein Spacebar Item bekomme, das mit Car Battery funktioniert? Das kann nicht sein. Oh, schön. Der Run ist halt so tot. Das ist das Schlimmste. Oh, ich werde in diesem Run doch... Wir sind fast am Ende. Wie soll ich in diesem Run irgendwas schaffen? Ein fucking Schlüssel. Das war ein Unwitz. 42 Monate. Resub. Der Trick ist zu gewinnen. Das versuche ich ja. Das klappt nicht. Auf jeden Fall hat nur eine Ebene noch gefehlt. Beziehungsweise noch einen Kampf. Was zum Fick ist das hier gerade? Und jetzt kommen gleich noch mehr Bosse. Warum hatte ich anfangs wirklich gute Items? Mit Tech Point 5 und der Car Battery, aber ich bekomme nichts, was ich irgendwie, womit ich was aus dem Run machen kann, aus dem Bild. Ist okay, ist okay, ist okay. Auf 4 Stück. Cool. Also, einer lebt noch. Ich meine, gegen diese Basement-Boss ist mein Damage okay. Und ich bekomme halt auch nur Devil-Deals. Kann nicht sein, dass ich auch nur fucking Devil-Deals bekomme. Was, wenn ich das mitnehme? Ja, gibt Sinn. Nee, 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 nee. Ich will kein fucking Ball of Bandages. Der Run hat so gut angefangen, dann habe ich einfach kein brauchbares Item mehr bekommen. Nicht ein einziges. Das ist unglaublich. Hör auf, mir den Belt zu geben! Vor allem, ich habe nicht ein gutes Item bekommen und dann zusätzlich noch die ganze Zeit fucking Devil Deals. Das war, glaube ich, das Schlimmste daran. Wenn man nicht auf Devil Deals geht und trotzdem die ganze Zeit Devil Deals bekommt. Okay, Run ist gewonnen. Immerhin. Immerhin gibt es viele Möglichkeiten, wie man den Greedy Mode ein bisschen cheesen kann. So, wenn ich die erste Ebene überstehe, haben wir gewonnen. Ich denke, das ist fair. Das scheint mir ein fairer Kompromiss für so einen Run zu sein. Brauche ich nicht mal mehr die Car Battery. Jetzt ist alles in Ordnung. Ultra Greed kann dich killen. Ja, bis dahin können wir noch ein paar Items finden. Aber bis es soweit ist, wird die Schere alles regeln. Und Greed Mode ist halt echt schlecht irgendwie. Es läuft so oft auf. Es gibt einfach diese paar Items, die komplett broken sind für den Modus. Also sowas wie der Sprinkler oder die Schere. Wenn man die hat, dann hat man den Run effektiv gewonnen. Die sind nicht mal selten.
Es läuft so oft darauf hinaus, dass ich einfach eins von den beiden Items finde und ist der Run gewonnen. Oh, ich kann kein Her... Parasite. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ja, mach mal den Kampf für mich. Ich warte hier. Ich warte hier ein bisschen, bis du es erledigt hast. So, jetzt Nordleaf, das wär's. Bis die Items halt auch immer irgendwie. Ja. Los, greife an. Töte meine Feinde. Dankeschön. Das war höchst effizient. So, hier wären an sich natürlich noch ein paar Items, die ich gerne mitnehmen würde, aber was soll man machen? Ich finde schade, dass Deep Pockets nutzlos ist im Greedier-Mod. Ja, das verstehe ich auch nicht. Warum macht Deep Pockets einfach nichts im Greedier-Mod? Das ist super komisch. Hey, 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 ist das ein Tinted Rock für umsonst? Range up. Und noch ein Sand. Das heißt, wir können den alten Parasiten mitnehmen. Glaub, dein Schatten ist die Hitbox beziehungsweise wichtig, wenn du im Stein wartest. Ich meine, das weiß ich an sich, aber... Stein ist sowieso immer komisch, welche Gegner irgendwie über ihn angreifen können und welche nicht. Aus dem Sicherheitsventil 15 Monate. Resub, wie lieben Dank. Die 20 oder die Infinity auch, aber ist zeitaufwendig. Hier auf die 20 habe ich meistens keine Lust. Wenn ich die 20 habe, dann denke ich mir, oh, das ist einfach nur eine Last. Das sind auch gute Gratis-Items hier gerade. Es hätte besser sein können. So, Schlüssel. Ja. Mensch. Stark. Ganz vorsichtig, Körper. Ganz vorsichtig. Du willst nicht die Gegner direkt neben dir in die Luft sprengen. Oh oh. Nein, au, au, au. Das fand ich jetzt gar nicht nett. Ach du meine Fresse. Wie viele Räume mit, wie viele Ebenen mit Bomben waren das jetzt gerade? Die Antwort ist zu viele. Es waren zu viele. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist, aber am Ende habe ich gelebt, also wird schon okay gelaufen sein. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, der könnte mich ziemlich leicht treffen, aber da habe ich mir wohl zu viele Sorgen gemacht. Ach du meine Fresse, sind beide grauenhaft für diesen Modus. Grauenhaft. Absolut grauenhaft. Ich will Explosivo haben. Ich meine, wenn ich eine Bombe oder so habe, dann kann ich wohl mal in den Secret Room reinschauen, denke ich. Ich weiß auch nicht. Secret Rooms sind auch nicht so hilfreich in dem Modus. Tears up. Und ein Herz. Wichtiges, wichtiges Herz. Reduziertes Soul Heart ist natürlich auch sehr hilfreich. Luck up, Soul Heart und zwei Keys. Komm, wir nehmen das mit. Und dann kaufe ich nie wieder Schlüssel für den Rest meines Lebens. Stell ich mal vor, das hätte ich in der letzten Run bekommen mit der Car-Battery. Das wäre echt gut gewesen, aber machen wir uns mal nicht zu viel Hoffnungen. Wär ja nicht nötig gewesen. Ich mag den Run an sich mit Explosivo und Parasite. Das Gefühl, das könnte noch eine relativ interessante Combo werden.
Nicht, dass wir viel Gelegenheit bekommen werden, das auszunutzen, aber mit etwas Glück werden wir gegen gegen den guten alten Greed dann eine Menge Explosivo sehen. Au. Und ist nicht das, was wir uns alle am meisten wünschen. Eine Menge Explosivo. Vielleicht noch Sacred Heart oder Godhead. Letzte Zeit habe ich oft Godhead im Greedy Mode bekommen. Aber dafür muss ich noch ein Angel Deal bekommen. Und davon hatte ich in der letzten Ebene gar keine. Oh oh. Nein! Wir machen das. Ich will nämlich eine bessere Feuerrate für den Kampf gegen Ultra Greed dann haben und da bringt mir das andere nicht allzu viel. Will ich eine Bombe kaufen? Ach komm, für einen Fünfer können wir in den Secret Room reinschauen. Oh Gott, was ist eigentlich mit dem Gehirn hier gerade, wo der Parasite drauf sitzt? Woher kommt das Gehirn? Kommt das von dem Zettel oder was? Ach, oder von The Mind wird das wahrscheinlich sein. Nee, alles gut. Ja, ich hab's verstanden, es ist von The Mind. Sieht aber komisch aus, wie der Parasite draufsetzt. Dabei bleibe ich. Mom's Pearls. Ja, nehme ich auch mit. Habe ich kein Problem mit. Auch noch ein Boneheart. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Ja, dann hätte ich eigentlich noch ganz gern irgendwas, das nicht scheiße ist. Zwei Boss-Items. Ne, das habe ich letzte Ebene schon gemacht und das war aber nicht gut. War nicht gut für mich. Nee, ich will nichts hiervon. Nee. Ich will irgendeine Batterie oder so haben. Ja, sowas zum Beispiel. Was eine sehr riskante Wahl war gerade. Fuck. Das war eine sehr riskante Wahl sogar. Es wird sich auszahlen, wenn wir gegen Keeper kämpfen. Ich bleib jetzt einfach hier drüben stehen. Jawohl. Greif doch mal an. Ja, greif doch mal an. Ich kann mich nicht einfach so hängen lassen. Wir haben gerade eine super miese Range aus irgendwelchen Gründen, aber das ist okay. Ich will sie jetzt nochmal... Ich kann es nochmal einsetzen, aber ich will auf jeden Fall voll aufgeladen in der nächsten Ebene starten. Dann wird alles auch wieder besser laufen. Diese Ebene war nur kritisch, weil ich nicht komplett aufgeladen gestartet bin. So das will man sich ja gar nicht erst vorstellen. Wenn man nicht komplett aufgeladen ist am Start. Greift ihn an. Okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Shadow und die Batterie sind echt eine gute Kombo. Ich meine, die Batterie ist, ja, das Gefühl, die ist immer... Weil wir sind jetzt wieder zwei von denen, okay. Das Gefühl, die 4,5 Volt sind immer ganz okay für Greedy Mode. Au. Oh Gott. Oh mein fucking Gott, mein Herz. Mein schwaches Herz.
Dankeschön. Tier ist ab, kann auch nicht schaden. Nee, das will ich nicht. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ja, im Greeder Mod, man bekommt immer entweder Sacred Heart oder Godhead. Ich habe wieder keine Bombe. Schere ist so strong. Ich glaube, der Körper macht 100 Damage pro Sekunde. Ich meine, die zusammen bestimmt. Einzeln? Keine Ahnung. Oh ja, Conjoint könnten wir noch holen. Wie sieht's denn aus? Der König? Ja, dann nehmen wir den noch direkt mit. Ein bisschen conjoinen ist ja immer eine ganz spaßige Angelegenheit. Wir haben eine Menge Auto-Aiming hier gerade in diesem Bild. So, hier ist noch ein Körper. Okay. Ich würde sagen, der Greedia Mode läuft soweit bisher ganz okay. Ich würde auch sagen, dass er so ist wie jeder andere Greedia Mode Run auch, aber das ist okay. Oh, da ist noch einer. Gefährlich sind die. Ist man mal 5 Minuten weg, verpasst den halben Run. Nein, das Greedia Mode. Es gibt nicht so viel zu verpassen. War natürlich verlockend, mit Guardian Angel Conjoint zu nehmen, aber ich dachte mir, vielleicht machen wir das erstmal. Ich dachte mir, vielleicht schauen wir da erstmal rein. Okay. Sag ich doch. Godhead habe ich letzter Zeit immer gefunden im Greedia Mode. Habe das Gefühl, Sacred Heart und Godhead zu bekommen, ist im Greedia Mode nicht mal so ungewöhnlich. Hey, eine Bombe! 3 Bomben! Was mache ich jetzt damit? Geh hier mal weg. Dankeschön. Ja. Ich wünschte, ich hätte die Zeit miterlebt, in denen Godhead das ultimative Item war. Aber das habe ich nicht. Als ich den Godhead bekam, war er einfach nur noch das Item, das früher mal echt gut war. Das ist okay. Freut sich trotzdem immer wieder, wenn man ihn sieht. Großer Gott. Oh nein. Weil man dazu sagen muss, der Run ist schon sehr stark soweit. Was will ich jetzt überhaupt dem Angel die noch mitnehmen? Holy Water, schätze ich. Nein. Braucht gar nicht jetzt zu fragen. Die Antwort ist nein. Können aber ein Geschenk aufmachen. Wahnsinn. Ich habe ein Trinket bekommen, das ich nicht wirklich will. Okay. Die 100 klingt nach viel, aber interessant gehört nicht dazu.
würde ich einfach mal sagen. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, ist okay. Ist okay. Bringen wir es zu Ende. Für Gotthard muss man alles mit der Lost schaffen, oder? Ja. Inzwischen auch Mother und the Beast und sowas. Also alles. Oh, der alte Greedo. Nimmt guten Schaden. Der nimmt sehr guten Schaden. Greifen ihn die Körper alle schön brav an? Ich hoffe doch. Hey! Die Firma wollte ich haben. Okay, wir müssen ihn auch nicht mitnehmen. Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ich weiß, das ist eine große Überraschung bei dem Bild, den ich aktuell habe. Schau ich die Explosivos an. Die sind natürlich das wahre Highlight. Ich hätte den letzten schneller down. Hier ist auch kein schneller Media-Kampf. Ich denke, die meisten Leute hatten schon Runs, wo er schneller down gegangen ist als hier gerade. Au. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn geschafft, ohne einmal getroffen zu werden. Und dann... Dann ist das passiert. Und hat meine Streak ruiniert. Und dann ist das nochmal passiert. Fingerbone. Bone Baby. Dad's Ring. Na, ich würde sagen, wir haben ja ordentlich was freigeschaltet. Will ich mir wirklich die Mühe machen? Ja, will ich. Wenn der Sand schon da ist. Okay, war eh nicht viel. Kannst du nicht einfach ignorieren? Warum waren das drei Unlocks? Ich habe keine Ahnung. Deathstring ist ein seltsames Item. Oh nein.